Biohacking. Hast du dich schon mal gefragt, wie es wäre, wenn du deinen Körper komplett optimierst? Dazu gebe ich dir heute mal ein paar Tipps, und zwar von mir als Arzt aus meiner täglichen Praxis. Mein Name ist Karl Hartner, ich bin Arzt niedergelassen in eigener Praxis. Seit 2006 und behandle in erster Linie ganzheitlichen, ursächlichen. Dazu gehört auch die orthomolekulare und mitochondriale Medizin, um unseren Körper ganzheitlich zu heilen und nicht nur Symptome zu unterdrücken. Und ich habe mal nachgeschaut im Internet, was Biohacking bedeutet. Da steht, das heißt, das genetische Potenzial soll optimal ausgeschöpft werden des einzelnen Anwenders. Auch eine legale Leistungssteigerung, von dem wird gesprochen, von dass die Körpersysteme beobachtet werden und eben dann optimiert werden. Und das mit dem Körpersysteme beobachten, das zeige ich euch mal gleich. Und zwar hier, das machen wir in unserer Praxis schon sehr lange. Wenn wir uns hier die VNS-Untersuchungen anschauen, Herzratenvariabilitätstestung, dann sehen wir hier sehr schön, wie es dem Einzelnen geht. Und das sind Tools, die können wir auch zu Hause benutzen, um unseren Körper besser einschätzen zu können. Hier habe ich ein Profigerät. Das sieht dann so aus. Wir haben hier einen Patienten, der hat eine ganz miserable Regulation, der ist komplett im Sympathikus-Tonus. Und wir haben auch Patienten hier, wie zum Beispiel hier ein Sportler, der hat eine optimale Regulation und ein wunderbares VNS, also eine Herzratenvariabilität. Es gibt natürlich auch weitere Tools, die so etwas messen können, wie zum Beispiel bestimmte Uhren am Handgelenk. Es gibt mittlerweile auch Ringe. Das ist so ein Ring, den ich hier anhabe. Der misst auch sogar nachts mein Herzraten. Variabilität allerdings muss ich dazu sagen, wenn ich diesen Ring wiederum mit diesem Profigerät für viele Tausende von Euro vergleiche, dann ist die Messung hier in dem Ring nicht so genau wie die in dem Gerät. Und was können wir denn noch machen, um unseren Körper wirklich zu optimieren? Ich gebe euch mal ein paar Tipps, hier ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich in meiner Praxis an meinen Patienten anbiete und super Erfahrungen habe, auch im Heilen von Erkrankungen. Was wirklich funktioniert, wirklich, ist natürlich die orthomolekulare und die mitochondriale Medizin in all ihren Facetten. Die ganzen Stoffe, die die Mitochondrien brauchen, sollten zugeführt werden, vom Coenzym Q10 bis hin zur Alpha-Liponsäure und Carnitin. Aber auch weitere Geschichten wie hochdosierte Enzyme helfen hier sehr gut. Papain, Bromelain, aber auch Serapeptase oder Natokinase und so weiter. Auch hochdosierte Vitamin C-Infusionen, so 7 bis 25 Gramm mit Glutathion zusammen, am besten mit einem acetylierten Glutathion. Aber auch mitochondriale Infusionen mit bestimmten Zusammensetzungen von Mikro- und Makronährstoffen. Hochdosierte Vitamin D- und Vitamin A-Anwendungen können hier wunderbar in die Genetik eingreifen und die Mitochondrien stärken. Astaxanthin, Kurkumin, Weihrauch und so weiter ist eine gute Möglichkeit. Dann haben wir Möglichkeiten, Fasten, zum Beispiel 7-Tage-Fasten oder ein intermittierendes Fasten tagtäglich ist eine gute Möglichkeit. Allerdings bei Nebennierenschwäche sollte man hier schon ein bisschen aufpassen und sich auskennen. Die Ernährung anzupassen mit Omega-3-Fettsäuren, mit mittelkettigen Fettsäuren, die Kohlenhydrate senken, bitte das Gluten, die Milch und die Eier weglassen. Solche Geschichten sind hier extrem wichtig. Dann geht es weiter in die Ordnungstherapie. Schlafhygiene, das Vegetativum ausgleichen mit Meditation, mit langen Ausdauereinheiten. Da geht auch ein langer Spaziergang, Atemübungen und so weiter. Eben die Bewegung an der frischen Luft ist hier extrem wichtig. Und die Stressreduktion. Hier sind wir wieder beim Vegetativum. Das ist das Zentrum der ganzen Regulation unser autonomes Nervensystem. Dann haben wir hier noch physikalische Maßnahmen und da wird es mal richtig interessant. Richtig, richtig interessant. Da haben wir zum Beispiel Gelatierungsinfusionen mit EEDTA. Da können wir unheimlich viel erreichen in den heutigen Zeiten. Da kennen sich die wenigsten Ärzte mit aus. Wir haben Ioninduktions-
Geräte. Das sind ganz, ganz starke, ich sag's mal so, Stromschläge, ne, so wie baut ein ganz starkes Magnetfeld auf, setzen das Membranpotenzial in den Zellen hoch auf kurze Zeit. Ne, wir haben ein optimales Membranpotenzial bei minus 70 bis minus 90 Millivolt und das erreichen die meisten Menschen schon nicht mehr. Und da lässt einfach die Gesamtenergie dann nach. Das ist ganz wichtig. Es sind tolle Maßnahmen. Da darf ich auch das IHHT, Sauerstofftherapie, erwähnen. Die kann das auch. Die kann wunderbar in diesen Kreislauf eingreifen. Es können übrigens auch die Kleinschen Felder. Eine Kleinsche Feldermatte ist auch eine Möglichkeit. Dann gibt es die Oxymenierung. Das ist eine Sauerstofftherapie, intravenös, man kann aber auch CDL intravenös oder Wasserstoffperoxid verabreichen intravenös. Diese Dinge können allerdings auch oral eingenommen werden. Und die ganze Sache mit dem Sauerstoff ist extrem wichtig. Je mehr Sauerstoff wir in den Körper kriegen, desto besser. Also IHHT, Oxygenierung, Ioneninduktion, Kleinsche Felder helfen hier auch schon immens mit. CDL, Wasserstoffperoxid, aber auch natürlich, wie zum Beispiel Cordyceps, der Rautenpilz, der kann hier uns auch helfen, dass wir mehr Sauerstoff in den Körper kriegen. Es gibt noch weitere tolle Maßnahmen, wie zum Beispiel die bioidentische Hormontherapie mit DHEA, Pregnenolon, Progesteron, Testosteron, Schilddrüsenhormonen und so weiter. Aber auch die ganze Energiemedizin selber, die darf ich ja auch noch erwähnen. Da gehe ich dann irgendwann später mal drauf ein. Also das sind Maßnahmen, die funktionieren eben. Die funktionieren. Ich habe es euch mal aus meiner Warte erzählt. Und mit dem hier habe ich super Erfahrungen. So kann man auch schwerst kranke Patienten behandeln, wie Krebspatienten, wie Patienten mit Autoimmunerkrankungen, mit Long-Covid oder auch Postvakzin und so weiter. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch allen ganz, ganz viel Gesundheit. Und über diese Maßnahmen könnt ihr euch wirklich mal Gedanken machen. Ciao, bis zum nächsten Mal.